Hi Leute, das ist Sanu hier. Frisch nach Hause gekommen, gibt's hier ein dickeres Update für Division 2. Vor ein paar Tagen kam ja, die Meldung, dass es quasi keinen Division Day geben wird, so wie letztes Jahr. Da haben wir ja ein bisschen zu Heartland erfahren und haben ein bisschen mehr gesehen und Resurrected und das, was in Division 2 abgeht und so, ne? Und viele haben gehofft, dass es einen Division Day dieses Jahr geben würde, aber was willst du mit einem Division Day machen, wenn du im kompletten Franchise nicht allzu viel zu zeigen hast? Schade, aber dafür hieß es, bekommen wir was anderes. Ich glaube, das hier ist was anderes. Ist was anderes. So. Gehe ich mal stark von aus. Weil der PTS für Titelupdate 21 ist da. So. Das ist ziemlich krass. Die Season laut Ingame-Uhr läuft noch 8 Wochen. Pi mal Daumen. Und jetzt hauen sie die Session raus für übermorgen, für Freitag. Für übers Wochenende zum Testen. Dann sollten eigentlich auch morgen oder spätestens übermorgen kurz vorher die Patch Notes kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil wir gar nichts wissen. Also überhaupt nichts. Entweder wird es hier ein Titel-Update mit einer Season, die so, also eine lasche Übergangs-Season ohne wirklich viel Krasses. Ich bin gespannt. Eventuell erfahren wir morgen mehr. Auf jeden Fall ist es schneller als gedacht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache im Prinzip. Und ja, schauen wir uns mal die Tage an, was da alles drin steckt. Ne? Wir werden das auf jeden Fall auseinandernehmen. Ja. Weil auf dem Trello-Board steht auch nichts. Also überhaupt nichts. Deswegen, ja, werden wir abwarten. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.